Zurück in Kirene. Schön hier, oder? Ist wirklich ein schönes Örtchen, muss man sagen. Und hier haben wir noch jede Menge Nebenquests, bevor es dann gegen Flavius geht. Ja, und die will ich vorher noch absolvieren. Den ihr seht, Level 36 oder so wäre nicht verkehrt. Wir haben es da mit einem harten Gegner zu tun und auch die nächsten Quests werden nicht unbedingt leichter. Milakitai, bitte. Bist du ein Beschützer? Hast du einen Augenblick? Das Schicksal unseres Gründers steht auf dem Spiel. Na, dann wollen wir mit ihm plaudern. Ich bin kein Philaketai. Ich bin ein Magi. Oh ja, aber natürlich. Das hätte ich sehen müssen. Diese Leute verstehen nicht, dass unsere römischen Freunde zivilen Ungehorsam nicht mögen. Warum protestieren sie? Sie fürchten, dass mit unserem Gründer etwas nicht stimmt. Dem großen Bathos. Der Centurio hat das Grab verschlossen. Man munkelt, er habe die Toten geschändet. Er hinterließ eine gekritzelte Nachricht und ging zurück zur Akropolis. Bitte. Jemand muss der Sache nachgehen, ohne die Römer zu alarmieren. Und wenn dieser jemand irgendetwas findet, könnte er mich hier treffen. Und ich helfe ihm gern. Ja, dann wollen wir das mal machen. Gründungsvater. Zack. Finde heraus, warum Bathos Grab verschlossen wurde. Was ist da nur passiert am Grabmal? Okay, von hier finden wir das nicht raus. Hier ist einfach alles zu. Was gibt's ja noch für Missionen? Ach, die Papyrus-Kram-Krempel da. Komm von oben rein, alles klar. Ich wette, wir treffen da drin auf ein paar Römer. Alter. Geht aber tief runter hier. Auch die Griechen halten ihre Toten in Ehren. Und jetzt leiden sie genau wie Ägypter. Wären wir fast auf die Kante geflogen. Habt ihr gesehen? Das wäre es noch gewesen, ey. Unterirdische Strömung. Südlich von Kirene in den grünen Bergen gibt es einen See, dessen Wasser aus einem magischen Bach kommt. Ey, den kennen wir doch, oder? Diesen See. Wenn das nicht der eine ist. Könnte sein, ne? Könnte sein. Okay, wir müssen hier runter irgendwie. Was wollte er wieder sagen? Immer will er irgendwas sagen und er tut es dann doch nicht. Über Bathos, das Orakel von Delphi, ganz berühmt, prophezeite dem Volk von Thera, dass es sich auf Apollons Geheiß eine neue Heimat in Libya suchen soll. Kennt ihr Libya, Libyen, ne? Pipapo. Ja, wer das lesen will, Pause drücken, wie immer. So, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Hinweise. Lea. Alkohol und Dummheit ist keine gute Kombination. Die Gruft wurde geplündert. Die Römer haben nach etwas gesucht. Haben die Römer keinen Respekt vor den Toten? Scheinbar nicht. Ja, was jetzt hier? Ja? Ja, Bayek? Alter. Ich hänge... Was war denn jetzt los? Der Gründer wurde wohl mit diesen Schätzen begraben. 2 Stunden später der Text und dann alles. Okay, konnte jetzt leider... Wer da Pause drücken konnte, hat Glück. Auch hier wieder. Ich kann nichts machen. Er liest wahrscheinlich noch. Was kannst du denn stehen? Also, keine Ahnung, du. Die Relikte sind fort. Okay, Bathos Medaillon. Der Bogen und das Medaillon sind fort. Die Römer sind kaum besser als Grabräuber. Jetzt erfahren die Griechen, wie die Ägypter sich fühlen. Wenn das Land, die Toten und die Relikte von einer Invasionsmacht entweiht werden. Tja. So ist das nun mal. Und das war ja vorher die Rolle der Griechen. Und jetzt dreht sich der Spieß um. Jetzt Griechen und Römer. Okay, jetzt müssen wir wieder hier komplett rausklimmen, oder was? Okay. Schönes Bild übrigens, wenn man das mal hier sich anschauen will. Hier, ne? Guck mal. Mag ja Bilder. Okay, wir müssen jetzt da rein. Da gibt's schönere Orte, sage ich euch. Die Römer haben keinen Respekt. Hast du was herausgefunden?
Oh ja, durchaus. Wir werden der Sache nachgehen. Aber die Fackel brauchen wir nicht mehr. Das Speer muss ich mal ausprobieren hier, den Speer. Ne? Haben wir noch gar nicht richtig benutzt. Zeig mal den Speer, Sarazar. Ich zeig ihn euch jetzt. Boah. Die Reichweite ist Hammer. Komm, den nehme ich mir für den nächsten auf den Spezialangriff, oder? Boah, der ist dem aus. Gewichen. Jetzt wird rasiert, Mann. Dante, voilà. Boah. So. Aber den Speer auch mal gezeigt, ne? Das ist eine geile Kombination. Guck mal. Der arme Kerl. Aha. Oh, verdammt. Dante, voilà. Schade, ich dachte, ich wäre gut im Gebüsch versteckt. Aber das ist ein Hauptmann. Boah, wir haben ihn erwischt. Geilo. Und zwar richtig. Siehste, nicht tu! Et non movere! Nochmal Sinu an den Start bringen. Okay, da vorne sind die beiden Ziele. Sehr gut zu wissen. Nicht zu viel Aufsehen erregen vielleicht. Geh einmal kurz gucken hier, was hier so an Feinden rumlungert. Ja, da sind nämlich noch ein paar. Man hört's schon. Hier noch welche? Okay, da haben wir wirklich alles abgesucht. Guck mal einer an. Ich muss ja sich nur mal umdrehen, dann können wir so lange noch warten, oder? Ist eine Frau? Nee, das war keine Frau. Hatte nur sehr hoch geklungen. Verdammt, Alter. Trauerspiel. Den hätte ich doch mit... Vatos Medaillon. Komm, wegrollen, wegrollen, wegrollen. Stante! Voilà! Boah, dieser Speer ist so nice. Ich finde ihn super. Ja, noch ein Schätzchen mitnehmen, ja. Gucken, was drin ist. Wie sieht's hier an Holz? Wie sieht's eigentlich aus? Mit der Ausrüstung, da müssen wir doch mal mittlerweile... Nee, echt nicht krass. Boah.
Wir sind auch schon gut dabei. Bronze ist jetzt, da können wir natürlich mal wieder ein paar Waffen irgendwann zerstören, aber wir müssen auch mal wieder so Nilpferd, Krokodok und Pipapo jagen. Der Priester wird froh sein, die Relikte wiederzusehen. Und da vorne ist noch ein Schatz. Scheiß drauf, oder? Komm, bringe die Mission jetzt zu Ende. Die Mission steht im Vordergrund. Wir sind eh mittlerweile so geil ausgerüstet, Leute. Das Setup jetzt zu verbessern ist wahrscheinlich auch... Und wir kriegen ja auch noch neue Waffen. Wir kriegen ja auch noch geile, wisst ihr? Und wenn ist da manchmal in so einem Schatz, ist das aber doch echt eigentlich nur ein bisschen Money. Und die Erfahrung halt, wenn man alles komplettiert, das ist natürlich nicht verkehrt. Wow. Oder sowas ist gefährlich. So, dann haben wir das auch erledigt mit Bottos Grab. Geil. Und er hat die Sachen wieder. Die Reliquien. Für die Griechen haben wir was getan. Euer Misstrauen war nicht unbegründet. Die Römer haben Bottos Schatz geraubt. Hast du die Relikte? Ja, sie... wurden nicht mit dem nötigen Respekt behandelt. Diese dreckigen Grabschänder. Ich bringe Bathos Medaillon in Sicherheit. Die Legende sagt, wenn es die Stadt verlässt, verlässt uns auch unser Glück. Und der Bogen? Er soll wieder im Dienste der Kyrenaika stehen. Bitte, behalte ihn. Und bring den Römern vielleicht etwas Respekt vor den Toten bei. Gerne. Der Gründer muss dich geschickt haben. Lebe wohl, Magi. Grabräuber. Sehr schön. Haben wir erledigt und wir sind Level 36. Partyalarm. Okay. Super Party. Mausefalle. Wollte ich auch noch mitnehmen. Da gehen wir jetzt auch nochmal rüber. Das ist eine richtig schöne Stadt, Kirene. Ich mag das hier. Guck mal hier mit diesem Erker, die Häuser und so. Sieht doch voll gut aus. Magst du auch, dass wir verschiedene Städte besuchen? Ich finde das irgendwie cooler als eine große Stadt, ehrlich gesagt. So im Nachhinein. Wenn man dann die Welt ein bisschen mehr bereist. Ich fände es vielleicht sogar cool, wenn man viele verschiedene Länder bereisen würde und da immer nur eine Stadt oder so. Das habe ich auch ein bisschen bei Assassin's Creed 3 gemocht. Die seltensten und exotischsten Waren in Kyrene findet ihr bei der Maus. Auch wenn wir da natürlich waren, ein bisschen was anderes, klar. Ne? Weil jetzt gehen wir jetzt mal, also da haben wir in den USA rumgereist, aber trotzdem. Großer, starker Ägypter. Jo. Sind viele Ägypter in Kyrene? Die Maus urteilt nicht über dich, aber du stichst heraus. Die Maus? Ein komischer Name, mein Freund. Ja, ja, ich bin die Maus, weil ich auch an die schwer auffindbaren Dinge komme. Wenn du mir zu meinem Geschäft folgst, zeig ich es dir. Ich habe Bögen, Klingen, Zepter. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das garantiert dir die Maus, Herr... Bayek. Nun gut. Dann zeig, was du hast, Maus. Hast du keinen Ärger mit den Römern? Nun, du weißt, was man über unsere lateinischen Freunde sagt. Die Griechen haben den Dreier erfunden und die Römer haben Frauen hinzugefügt. Außerdem weiß ich, wie man unentdeckt bleibt, Herr Bayek. Mit meinem Aussehen muss ich das. Die Leute meinen, die Maus hätte nur Pech. Sie verstehen nicht, dass ich Unternehmer und Retter der Obdachlosen bin. Obdachlose? Oh, verdammt! Guck mal, kennst du den schon? Warum habe ich keinen Kettenwurf gemacht? Versteh's nicht. Komm noch einmal, dass so lustig aussieht. So. Was war das? Die Römerschweine haben eine Truhe mit in die Garnison genommen. Bitte holst du sie zurück. Und warum sollte ich das tun? Weil du weißt, wie es sich anfühlt, verachtet zu werden, unterdrückt von denen, die sich für was Besseres halten. Die Maus verendet auf der Straße, wenn niemand ihn unterstützt. Was wird dann aus den Kindern? Denkt denn niemand an die Kinder? Für meinen Retter würde auch eine üppige Belohnung rausspringen. Ich will nicht die Kinder auf dem Gewissen haben. Die Götter sollen dich segnen. Ich warte in der Taverne hinter den Badehäusern.
Viel Glück, mein Freund. In der Taverne hinter den Badehäusern. So sieht er aus. Sein Gesicht gezeichnet. Wir ziehen weiter. Das Deck in der Nähe, das ist ja praktisch. Alles klar. Na dann mal rüber. Ich habe in den Tempelbrunnen gepinkelt. Okay, das ist die Garnison. Der Schatz, beziehungsweise das Questziel, scheint unten jetzt zu sein. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Kurz screen den Laden. Oh, da müssen wir aufpassen. Muss man einen besseren Ort finden gerade. Nein. Bin da runtergenommen. Shit. Jetzt wird's interessant. Autsch, jetzt wird's interessant. So, starke Gegner. Komm hier. Verdammte Flamme! Ego Luder ist Ordina! Nicht mit mir, Freunde. Ich hab schon wieder den Kettenwurf nicht hingekriegt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Platz der Charakter hat. Deswegen funktioniert auch manchmal hier. Ah, da kann man nur mit harten Schlägen bei dem. Einfach nur hier so drauf. Da macht der gar nichts. Ups. Wie dämlich. Muss ich mich auch noch in Acht nehmen. Machen wir es doch so. Ja, hab ich ein bisschen gefailt. So, einmal regenerieren bitte. Können wir was plündern? Ja, so viele Tote haben wir jetzt hier hinterlassen. Das wollte ich gar nicht. Okay. Den können wir uns eigentlich auch mal snacken eben, oder? Ich mag es auch von diesen Hauptmännern, weil die immer so cool aussehen. Die sehen echt immer so cool aus. Kommen wir noch ein bisschen näher ran. Aber ey, guckt mal, was der für eine geile Rüstung anhat, bitteschön. Ups. Der sieht doch mega fett aus. Boah, ne, dahinter, der Typ, der Arme. Tut mir richtig leid. Ne? Geiles Bild, oder? Komm. Das ist doch mal ein Foto hier. Aber ich muss ja sagen, ich bin jetzt kein Fan dieser Gesellen und deswegen werden wir ihn richten. Nolite Ivi! Habt ihr uns gesehen? Schon so schnell? Ich bin auch hinter dem Schornstein super versteckt. Ich gehe mal lieber hier lang. Jetzt hier hoch. Dann hole ich mir den von irgendwie von oben. Ha, guck mal hier. Meinst du, es klappt? Klappt. Danke. So, jetzt holen wir die Leute hier mal raus. Tu mal wieder was Gutes für zwischendurch. Hier, hast du einen Knoppers. Versteck mich in den Knast. Ich bin nur ein Gefangener. So fallen wir ja gar nicht auf. Okay, der rennt weiter. Ich hoffe, der holt keine Hilfe. Aber uns hat er auch nicht gesehen. Zack. Okay, jetzt müssen wir mal der Mission. Ja, mal Muni auftanken ist auch keine schlechte Sache. Müssen irgendwie nach unten kommen, ne? Verdammt, aber wie?
müssen irgendwie da drunter kommen. Die Garnison befindet sich in den neuesten Nordeingangs der Stadt Kirene. Die Maus hebt ihre Schätze in einer Truhe auf. Verdammte Axt, Leute. Befindet sich in der Nähe des Nordeingangs. Ja, das ist ja klar, aber wie kommen wir hier runter? Aha, was ist das? Nee. Komm ich einfach da wieder rein. Das muss ja irgendwo einen Eingang nach unten geben. Gucken wir mal in die Gebäude durch. Alle runter bitte. Das ist sehr schön. Hier, das sieht mir danach aus. Oh, Moment, was haben wir hier liegen? Wer es lesen will, bitte Pause drücken. Behandlung der Soldaten, darum dreht sich's. Hier werden Leichen zur Verbrennung vorbereitet. Auf welchem Boden sind diese Soldaten wohl gestorben? Kyrenaika oder Ägypten? Die Truhe der Maus. Cool, nehme ich mit. Aber warte mal, bevor wir die mitnehmen, sollten wir uns hier mal umschauen. Guckt euch mal diese Schätze hier alle an, ey. Boah. Cool. Alles her, alles nur in meine Tasche. So, jetzt haben wir die Truhe der Maus. Jetzt müssen wir die wieder zurückbringen auch. Er sollte im Gebäude der Händler hinter dem Badehaus sein. Bei der Mausefalle. Ah. Verdammt, immer wenn man so... Ah doch, mit dem Ding geht's. Cool. Wo rennt er denn da lang, die Leiter hoch? Mach's gut. Hallo. Tertium, facke den Nunk! Tertium Nunk! Huch, der hat uns nichts getan, ne? Ich hab da die Kiste, die ist nicht mir. Die habe ich gefunden. Auf der Straße. So, weiter geht die Reise. Oh, wollen Sie mich erschrecken? Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl. So, jetzt der Maus. Irgendwie verstehe ich nicht, warum das ganze Mausefalle heißt, wenn da nicht irgendein Hinterhalt geschieht. Interessant. Okay, mein Lieber. Ich hab alles, was du brauchst. Oh. Hier, kann ich mit dir reden irgendwie? Oder du mit mir? Hast du Bock? Hier, guck mal, ich leg das Ding... Achso, ich soll's hier hinlegen. Verstehe. Ja, noch keinen Talk, erstmal das Ding absetzen. Ach, hier. Das ist ja ein Unterschied. Ah, Bayek! Hast du meine Truhe gefunden? Du hast mein Leben zum zweiten Mal gerettet, Herr Bayek! Ich bin gesegnet. Gesegnet durch die Götter, die dich an diesem wundervollen Tag zu mir schicken. Die Maus will dich umarmen. Als ein Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Nein, danke. Dann Geld. Du sollst in Reichtümern schwimmen, die selbst Krösus erblassen ließen. Pass auf dich auf, Maus. Versuch nicht direkt in die nächste Falle zu tappen. Oh, welch Anmut. Welch Verstand. Du verdienst mehr als bloßes Geld. Besuch mich später, dann gebe ich dir etwas Besonderes aus meinem Lager. Alles klar, ich besuche ihn jetzt. Was hat er denn da Schönes? Oh, du Schurke. Herr Bayek, meine Augen tränen vor Freude, dich zu sehen. Hast du gehört? Ein Schwarzmarkthändler will mir das Geschäft vermiesen. Die neuesten Informationen hier in Kirene. Es lief doch bisher alles wie am Schnürchen, kann man fast so sagen. Komm, wir gehen mal bei der Arena jetzt vorbei. Hab ich Bock drauf. Einmal mal abchecken, was da so geht. So eine Arena-Folge wäre auch mal wieder eigentlich ganz nice, ne? Und wir haben ja theoretisch auch noch, wenn ich mal kurz hier zeigen... Die Verlockung des Ruhms hier. Da sollen wir mit Felix reden. Ein Krokodilopolis, aber der ist jetzt hier, mittlerweile ist der bei der Arena hier vorne.
finde, Flavius ist auch dann angesagt, natürlich in Kürze, aber am liebsten habe ich ja das Areal, zumindest die coolen Quests im Areal, dann noch vorher gerne erledigt. Wisst ihr ja mittlerweile, nach diesen tausenden Stunden, ich glaube, das wird so ein extrem langes Assassin's Creed Let's Play immer noch, oder es ist ja schon ein extrem langes. Aber es ist auch ein extrem geiles Spiel und das muss man einfach sagen. So, und ich würde sagen, in der nächsten Episode quatschen wir da mal hier. Da bin ich mal gespannt, was da abgehen wird, Leute. Was da abgehen wird. Hier noch ein Abschiedsfoto jetzt für alle. Oh, der ist aber sehr schlecht beleuchtet. Es wird nichts. Wird nichts, leider. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Nur so halb. Aber ich verabschiede mich trotzdem herzlichst. Bedanke mich. Bis dahin. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen.